Kurioser Unfall in Niedersachsen. In der Nacht zu Donnerstag werden die Rettungskräfte zu einem Zugcrash nahe Ganderkesee bei Delmenhorst gerufen. Ein Auto, das an einem Bahnübergang auf den Gleisen steht, wird von gleich zwei Zügen erfasst. Je einem Zug aus jeder Richtung. Der PKW wird dabei völlig zerfetzt und mehrere hundert Meter mitgeschleift. Sofort beginnt die hektische Suche nach möglichen Opfern und den Insassen des Autos. Doch im PKW ist niemand. Nachdem wir festgestellt haben, dass der PKW definitiv leer war, mussten wir natürlich erstmal erkunden, wieso steht dieser PKW auf den Gleisen, beziehungsweise wo ist der Fahrer bzw. die Insassen geblieben. Solange wir das nicht sicher wussten, haben wir natürlich großflächig gesucht. Zunächst mit Manpower, links und rechts die Gleise abgesucht. Dazu haben wir dann die Drohnengruppe des Landkreises Oldenburg alarmiert, um auch aus der Luft suchen zu können. Währenddessen kam aber dann irgendwann die Erkenntnis durch die Polizei, dass der PKW offensichtlich unbesetzt war. Und nicht nur das, der Halter des Fahrzeugs liegt zum Zeitpunkt des Unfalls nichtsahnend im Bett. Er hat vergessen, die Handbremse anzuziehen. So macht sich sein auf einer abschüssigen Straße geparktes Auto in der Nacht selbstständig und bleibt ausgerechnet am Bahnübergang stehen. Glücklicherweise kommen beide Zugführer und ihre Passagiere mit dem Schrecken davon. Und auch die Rettungskräfte können aufatmen. Auch uns fällt natürlich ein Stein vom Herzen, wenn wir feststellen, es ist keine Person verletzt. Dann geht es nur noch um eine technische Rettung und um einen Sachschaden. Mit dem kommen wir als Feuerwehr definitiv klar. Wenn wir natürlich einen Personenschaden haben, dann steigt auch bei uns das Adrenalin und die Belastung ist natürlich um einiges höher. Wer die Kosten für den nicht unerheblichen Sachschaden übernimmt, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.